Die Anwohner im Osnabrücker Birkenweg sind sauer. Die Stadt hat das Fahren auf diesem Radweg etwas komplizierter gemacht. An allen Ständen heißt es Fahrradwege, Fahrradwege. Es muss was passieren innerhalb der Stadt. Und was passiert? Am Stadtrand wird uns ein Fahrradweg weggenommen. Also wie kurzsichtig ist das gedacht? Ach, was heißt denn hier weggenommen? Der Fahrradweg ist doch noch da. Nur eben mit einem kleinen Hindernisparcours. Geradeaus fahren kann ja jeder. Es wollen halt so viele mit ihren Autos durch den schmalen Birkenweg zum nahegelegenen Rubenbruchsee fahren. Autofahrer, die da durchfahren, haben zu wenig Zeit, weichen über die Seitenbereiche, Gehsteige aus, wenn ihnen Fahrzeuge entgegenkommen, sie parken dort und so weiter. Das ist schon seit längerem im Gespräch und deshalb haben wir eine Art Beruhigungsprogramm gemacht. Und das Beruhigungsprogramm hat funktioniert. Um den Autoverkehr zu beruhigen, blockiert man den Radweg. Logisch. Und das ist halt auch das, was die Kinder stört, ne? Und die Beine spielen hier ganz viel und die fahren mit dem Fahrrad, ihr fahrt mit dem Catcar hier rüber. Und also ich warte nur darauf, bis irgendein Kind vor so einem Pöller landet. Aber das ist ja die Herausforderung. Man muss so geschickt fahren, dass man unbeschadet durch die Stangen hindurchkommt. Aber selbst wenn man den Slalom meistern würde, Fahrräder sind hier jetzt tabu. Es ist nur noch ein Fußweg. Ja, die Kinder werden auf die Straße gedrängt. Aber ich sage zu meinem Sohn immer, nein, du darfst auf dem Gehweg fahren. Und wenn dich jemand anhält, ich zahle gerne 60 Euro. Ich zahle auch 100 Euro. Na, das ist doch perfekt. So kann die Stadt den Parkplatz finanzieren, den sie in der Nähe für die Besucher des Rubenbruchsees bauen will. Wahrscheinlich wäre es aber besser, die Autofahrer würden einfach mit dem Fahrrad zum See fahren. Nur leider ist der Weg dahin ja etwas schwieriger geworden. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.